Keine Panik bei Schulden. Gestern konnte ich mal wieder mit einem sehr netten Mitmenschen ein überaus aufschlussreiches Gespräch führen. Der Gute war den Tränen nahe, als er mich anrief und mir das fürchterliche Kopfzerbrechen schilderte, das ihm seine Schulden bereiteten. Seit Wochen ist er nun zugange, seine finanziellen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Leider hat er diese wichtige Aufgabe jahrelang vor sich hergeschoben. Und jetzt die Quittung bekommen. Lag sein Schuldenstand vor 6 Wochen noch bei überschaubaren 17.000 Euro, steckte er bei unserem Gespräch schon auf den Kopf genau mit 27.000 Euro in den Miesen. Was für ein fürchterlicher Druck. Kein Wunder, dass die Panik in ihm hochkochte. Schließlich fehlten ihm die nötigen Einnahmen, obwohl er genug Arbeit hatte. Und folgerichtig das Geld, um seine Schulden zu bezahlen. Guten Tag, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mal wieder hereinschauen. Ich bin Wolfgang Rademacher. Wenn Sie jetzt glauben, er habe nicht genug Arbeit, um Geld zu verdienen, dann irren Sie sich gewaltig. An Arbeit besteht kein Mangel. Auf seinem Tätigkeitsfeld ist er sogar ein echtes Ass. Denn das, was er macht, macht er auch wirklich sorgfältig. Und da er alles sehr sorgfältig macht, ist er jetzt dabei, auch seine Schulden mit derselben extremen Sorgfalt aufzulisten. Das Fatale dabei, je länger diese Liste wird, desto stärker gerät er unter seelischen und finanziellen Druck. Und um dieser Belastung zu entgehen, flüchtet er sich in eine massive Aufschieberitis. Ein Teufelskreis. Denn er schiebt die Schulden vor sich her, weil er seine finanziellen Möglichkeiten durch endgültigen Abschluss der Arbeiten nicht ausschöpft. Er geht seine Arbeit lustlos an, weil ihn seine Schulden seelisch so sehr belasten, dass ihm die Kraft fehlt, sich über die zugesagten fälligen Leistungen die finanziellen Mittel zu besorgen, die er braucht, um seine Schulden loszuwerden. Er schleppt zugleich einen Riesenberg an Zukunftsangst mit sich herum, weil er überzeugt ist, dass er seine finanziellen Probleme bis zum Ende seiner Tage ohnehin nie mehr geregelt bekommt. Und schon ist der folgenschwere Kreislauf geschlossen. Durch fehlende kontinuierliche Einnahmen für fällige Zahlungen beim Finanzamt, hohe Forderungen der Krankenkasse, fällige Zahlungen an Strom-, Gas- und Telefonversorger, Versicherungsverträge müssen bedient werden, liegen gelassene offene Rechnungen von vielen anderen Gläubigern und so weiter. Kennen Sie das? Haben Sie die gleichen Probleme? Dann nutzen Sie doch mein einfaches Schuldensystem, das ich in meinem Ratgeber, die Macht des Schuldners, beschrieben habe. Damit konnte ich selber einen Schuldenberg von etwas über 2,36 Millionen Euro aus der Welt schaffen, ohne in diesem Zeitraum meine Lebensqualität nennenswert einschränken zu müssen. Und was ich mit vergleichsweise Griechenland verdächtigen 2,36 Millionen Euro Schulden als Einzelperson geschafft haben, das könnte unser Freund auch mit seinen 27.000 Euro locker schaffen. Und ich habe ihn aufgefordert, sein Schuldenchaos jetzt beherzt in die eigene Hand zu nehmen. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie sich mit dem gleichen Problem quälen, sollten Sie sich rasch die Techniken aus meinem Buch »Die Macht des Schuldners« beschaffen. Und vor allem, Sie sollten diese Werkzeuge zum Schuldenabbau dann auch genauso konsequent einsetzen, wie ich es gemacht habe. So werden Sie, genauso wie ich, Freude am Abbau Ihrer Schulden entwickeln und wieder bedeutend mehr Lebensqualität erhalten. Ich freue mich über Ihren Erfolg. Ich freue mich ehrlich mit, wenn Sie es genauso wie ich geschafft haben, wieder schuldenfrei zu sein. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Bleiben Sie stark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.